Sollen wir deinem Fisch noch ein bisschen Wasser geben? Ja, sehr gerne. Ich weiß noch nicht, wofür dieses Sprichwort steht, aber ich bin neugierig. Das ist doch, oder? Du musst doch immer, wenn du dich in eine Badewanne setzt, sagst, guck mal jetzt. Boah, jetzt gebe ich dir, was du brauchst. Ja, absolut. Ja. Und dann mache ich Blasen. Ja. Kann ich da jetzt einfach so rein? Warte, ich gucke erstmal durchs Schlüsselloch. Ah ja, doch, ich glaube, hier ist es. Natürlich doppelt witzig, weil es eine Glastür ist und kein Schlüsselloch da ist, ne? Das muss auch mal erstmal einer nachmachen. Zwei Gags in einem. Wieso gehen die Türen nach außen auf? Oh, hallo. Hallöchen. Ja. Jennifer, wie schön, dich zu sehen. Hey, freut mich auch. Danke, dass ich hierher kommen darf. Und sag mir bitte, wo bin ich denn hier überhaupt? Ja, hier sind wir bei meinem Management. Ach so. Das ist Zeitschatz jetzt einfach weg. Sein Management ist voll besetzt. Ja, ist schön hier, ne? Das ist so richtig Kreuzberg. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gibt es eine kleine Gin-Bar. Natürlich gibt es eine Gin-Bar. Eine Snackbox. Hier liegt auch eine Orange. Aber das kann auch nicht verwechseln, nicht verwechseln. Ach, wie schön. Das ist der Teil dieses Geschäfts, den man so gar nicht kennt, weil man kennt dich als exponierte Persönlichkeit auf einer Bühne, ja. Leute unterhalten in großen Massen, verschwitzte Stage-Diver und so weiter. Aber man macht halt vorher auch Meetings und Business. Ne? Ich habe ja unterschrieben eigentlich für Rockstar sein. Ne? Ja. Ja. Aber das sind leider auch halt wirklich nur 20%. Nee, ich brauche das eigentlich. Hallo. Hallo. Ja, hier ist ein. Du findest in deinem Büro. Egal, nimm dir einen Gin oder einen Tischtennisball, was du finden kannst. Ich fühle ja auch ein total. Oh, hallo. Hallo. Nimm dir einen Gin und einen Tischtennisball, was du finden kannst. Du warst mit Jennifer Rostock, glaube ich, zwei, dreimal bei mir damals in der Late Show zu Gast. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Doch. Da wirktet ihr schon so, also erstmal wie Freunde. Mhm. Das ist ja dann nicht bei allen Bands so. Oft ist es ja dann auch eine dienstliche Vereinbarung, die man hat. Ja. Aber ihr wirktet auch schon so wie soll ich sagen, Freunde, die gerne zusammen Party machen. Ja. War das ja, so? Ja, das war auf jeden Fall so. Diese 10 Jahre Jennifer Rostock, oh, irre. Boah. Nee, wir haben schon also wahnsinnig viel Party gemacht. Und so ein bisschen vermisse ich diese Zeit auch, weil man einfach noch jünger war und auch so ein bisschen unbeschwerter. Und es war alles noch so, yeah, alles cool, wir können machen auf der Bühne, was wir wollen und so. Und dann ging es los, ne, dass man halt viele Sachen mehr geplant hat, dass nichts mehr spontan sein konnte. Dann hast du Pyro gehabt, dann kommt da irgendwie ein Feuerstrahl raus. Dann musst du natürlich wissen, wann der Feuerstrahl da rauskommt. Ne? Also ich liebe diese Entwicklung auch, damit angefangen zu haben und einfach immer besoffen gewesen zu sein und vor 200 Leuten und was geht und so. Und das war das Programm. Und dann damit aufgewachsen und gewachsen zu sein und letztendlich ein 2-stündiges Programm auf die Beine zu stellen, das habe ich auch geliebt. Also alles das mal mitgenommen zu haben. Ich habe mich gerade gefragt, ist das hier so ein Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher von WMF, so ein ganz ausgefallenes Teil? Was siehst du? Oder ist es doch ein Musikpreis? Ach so, ja, aber nicht von mir auf jeden Fall. Aber der scheint spülmaschinenfest zu sein, weil er steht immerhin in der Küche. Ja. Aber heißt das, dass du jetzt Business-Termine hast? Störe ich dich eigentlich gerade bei irgendwas? Nö, ich habe mir für dich freigenommen ein bisschen. Das ist ja nett. Heute Abend habe ich wieder einen Termin, aber bis dahin können wir beide ein bisschen raus. Ist das, einer von uns beiden muss Limbo. Nee, wieso? Das schaffst du nicht. Hör auf damit. Das ist völlig richtig, ja. Oh mein Gott. Wunderbar. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Sag mal, was ist denn gerade auf 1? Wer ist denn gerade erfolgreich? Du, das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich kann dir auch nur sagen, wer auf Platz 1 war, als ich auf Platz 3 war. Wer war auf Platz 1, als du auf Platz 1? In den Albumcharts, das war Finch Asozial. Was sagt das über unser Land aus? Weiß ich nicht. Was sagt Musik über unser Land aus? Musik ist ein Spiegel der Gesellschaft. Eigentlich ist es ja schon so, dass viel in der Musik kopiert wird von woanders. Ich habe immer das Gefühl, wir Deutschen wissen eh nicht so richtig, wie man Musik macht. Wir gucken, wie andere Leute Musik machen und dann machen wir es einfach nach. Also ich habe irgendwie das Gefühl, jede Nation hat irgendwie so ihre Musik,
Deutschland hat Volksmusik. Ich finde ja aber auch, und ich sage das um Gottes Willen mit Respekt und Verlaub, aber Mark Forster und Max Giesinger sind dann auch Volksmusik, finde ich. Ja, oder? Also, naja, das ist schon Popmusik, ne? Aber ist immer ein bisschen Schlager, ist immer mit dabei. Wenn, so. Wenn es ganz erfolgreich werden soll, dann muss schon sich alles um Liebe drehen oder Herzschmerz. Und oder es muss immer einen Teil geben, in dem wow, wow, wow ja. oder so gesungen werden kann. Also. Ja, ja. Und das Schöne ist, das macht. Aber trotzdem, man darf das nicht diskreditieren, weil ich kenne natürlich auch die andere Seite des Musikmachens. Und sowas ist nicht eine Akkordarbeit. So, es ist, das ist nicht eine Fließbandarbeit. Sowas kann man nicht jeden Tag schreiben, so ein Hit. Das geht nicht. Aber es ist dann schon eine Akkordarbeit, weil ohne Akkorde kannst du ja keinen Hit schreiben. Du bist so ein witziger Typ. Nee, aber weißt du, was ich meine? Weil viele immer so, oh Gott, naja, ist ja klar. Und dann schreiben die, setzen sie sich hier zusammen und dann schreiben sie mal wieder einen Hit. Ja, kannst du ja mal versuchen. Und das oh. Wow, wow muss halt eben auch gut gesetzt sein, damit es funktioniert. Und nicht selten ist es ja auch so, dass wenn man mit erfolgreichen Musikern spricht, die einen bestimmten Hit hatten, dass dieser eine Song nie der Hit hätte werden sollen und dass sie manchmal sich sogar ein bisschen ja. schämen, dass das der Hit ist, weil sie wollen ja mit etwas ganz anderem repräsentiert ja, das stimmt, werden. Das stimmt, das ist ganz oft so. Ich weiß, bei jedem Konzert war einfach, mussten immer alle Singles gespielt werden. Es geht nicht anders, ne? Ja. Ja. Und dann sind das immer die Songs, die so ein bisschen anders gemacht werden dann, damit man selber irgendwie noch davon angetan ist, auch diese Songs zu spielen, ne? Aber also wollen die Leute das nicht so, dass es so klingt? Segen. Dass es so klingt wie doch, auf der CD. Wollen Sie? Aber das ist mir geil. Ich muss Spaß haben. Wenn wir Spaß haben, haben die anderen ja auch Spaß. Und deswegen mussten wir uns das immer ein bisschen schön machen. Und alles, was wir thematisch gemacht haben und musikalisch, war auch eine Abbildung von dem Leben von uns fünf und auch aus unseren Meinungen und Vorstellungen. Und ja, jetzt ist es natürlich so gewesen, dass es meine Geschichten sind. Ganz alleine meine Geschichten, meine Gedanken. Ich musste das mit niemandem absprechen. Ich habe gesagt, ich möchte darüber einen Song machen und dann haben wir das getan. Ne? Also das ist was ganz anderes, aber wie du sagst, man trägt dann eben auch die ganze Verantwortung dafür, dass es gut wird. Ja, das haben wir früher halt immer alles zusammengetragen und jetzt habe ich es alleine getragen. Aber das war auch geil. Das war auch geil. Es war gleichzeitig anstrengend und geil. Ich vermisse die auch manchmal, weil ich sehe die auch wirklich oft genug. Ist okay. Also gehören ja alle immer noch zu meinem Freundeskreis von daher. Und du hast ja auch mal gesagt, Kinder ist für dich kein Thema, ne? Jetzt siehst du natürlich im Umkreis Kinder, kommt dann langsam so dieses, ach, eigentlich ist er schon süß, wie die auch so, diese kleinen dummen Gesichter von denen und so, nein? Also ich habe schon richtig Angst davor, wenn ganz viele in meinem Freundeskreis Kinder haben und man nicht mehr in Urlaub fahren kann. Ja. Ohne Kinder. Da habe ich wirklich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Weil dann muss ich sagen, weil mein Urlaub, meine Traumvorstellung von einem Urlaub ist ja keine Menschen nirgendwo und ich nackt an einem Pool. Und du bist ja FKK-Fan. Genau. Ne? Ja. Ich bin schon sehr oft nackt, ja. Also ich weiß noch, ich war mal an einem, aus Versehen an einem FKK-Strand. Ja, wirklich, ich war wirklich aus Versehen. Und ich hatte eine Badehose an. Und dann kamen wirklich. Ja, das geht nicht. Nur alte Menschen. Ja, das geht auch nicht. Und dann kamen 10 verrunzelte alte Hodensäcke auf mich zu. Da ist ein Textiler! Ja, das ist nicht in Ordnung. Ich finde das nicht in Ordnung. Ganz oft sind an diesen FKK-Stränden Leute, die angezogen sind. Das ist nicht cool. Aber wieso denn? Ich meine, ich habe dann auch gesagt, geht es jetzt darum, dass sie meinen Penis sehen wollen? Ich kann ihnen den ja mal kurz zeigen. Nein, wenn das sie ist wollen. Ein FKK-Strand. Da sind Leute nackt. Wozu bist du dann am FKK-Strand, um dir andere Leute anzugucken? Weil das ein schöner Ort ist, weil da waren schöne Bäume, da war der Sand schön. Das war der schönste Ort und die haben sich das gehört denen ja nicht. Das ist ja wie ein Hundestrand. Weißt du, ich kann auch nicht an jeden Strand mit meinem Hund gehen und dann sagen, ja warum? Hier ist jetzt halt mein Hund. Ich finde, das ist genau. Aber andersrum kann ich doch als Mensch am Hundestrand auch baden. Obwohl ich kein Hund bin. Oder muss ich da auch mit dem Schwanz wedeln dann? Nein. Ich mag auch nicht dieses Gefühl von, da kitzelt dann Gras, da kann sich eine Hummel dran festbeißen und so. Und dann haben die sich hier so, haben die dann angefangen, Bull zu spielen. Ja, und ich sah das hier die ganze Zeit. Dann bin ich gegangen. Ja, siehst du? Aber ich will das nicht sehen. Dann konnten sie sich vertreiben. Ich möchte keine Hoden in meinem Gesicht haben. Ja, aber wenn du dann nur mal da bist, dann zieh dich halt aus. Ansonsten geh. Dann gehe ich in Zukunft, egal wo ich hingehe, ziehe ich mich einfach präventiv aus. Nee, das geht nun wieder auch nicht. Okay. Gut, wir können ja nicht immer einer Meinung sein. Nee, nicht immer. Weil du dich einfach nicht ausziehen willst. Pass auf, wir machen einen Kompromiss. Bist du ein Wessi? Ich mag den
Osten übrigens gerne. Ich bin totaler Fan, außer bis auf die paar Vollpfosten. Ich bin den Westen auch total gerne. Ja. Ich bin total Fan, ey, wirklich, wirklich. Ich habe auch total viele Freunde, die kommen aus dem Westen. Die toleriere ich einfach, wirklich. Das ist okay für mich. Hier ist Universal Music. Universal Music, das ist doch ein riesengroßer Musikding. Mensch, der Kaffee ist mir gerade ein bisschen hochgekommen. Das ist ja leider so, dass es viele der, naja, Baby, ich mach dich zum Star-Praktiken im Musikgeschäft gab, aber und halt immer auch noch immer gibt. Noch gibt. Dann schaffen wir doch eine fiktive Situation. Mhm. Eine junge Künstlerin, nennen wir sie Clara. Hat vor, in der Musikbranche durchzustarten und wendet sich als erstes, nachdem ihr Talent entdeckt wurde, vertrauensvoll an einen großen Musikpräsidenten. Nennen wir ihn Globoverse. So, wie geht die Geschichte weiter? Also welche Aussichten und Versprechen werden gemacht und wie sieht die echte Situation aus bei Clara? Früher war das noch so. Da ist man irgendwo hingekommen und dann wusste man, ach na ja, jetzt kommt hier eine Plattenfirma und die macht es schon. Also die gibt mir dann Klamotten und die gibt mir dann eine Identität und die macht dann einen Star aus mir und die lässt mich dann mit den richtigen Leuten schreiben und so. So war das früher immer noch so ein bisschen. Ne? Dass man halt irgendwie, dann warst du so ein hübsches Mädel und so, ja, die können ganz gut singen und so, komm, wir schicken die mal hin und dann wird das schon. Ne? Gibt es diese Situation noch, wo dann wirklich so ein feister, CEO sagt, so, wir machen jetzt mal einen Karriereplan und dazu gibt es ein Vier-Augen-Gespräch in meinem Büro. Also ich weiß natürlich nicht, ob es die Situation noch gibt. Dafür müsstest du wahrscheinlich mit einer jüngeren Künstlerin sprechen. So, ich kann dir nur sagen, dass mir solche Situationen auf jeden Fall passiert sind und dass ich diesen Satz, ich mach dich zum Star, auch gehört habe. Ja? Und hast du es geglaubt? Also warst du naiv? Nein. Also auf gar keinen Fall. Womit verdient man jetzt eigentlich Geld? Mit dem Live-Geschäft? Mit Live-Geschäft und mit Merchandise. Mit Merchandise auch, ja, okay. Mit das Merchandise heißt, und Live. Genau, das muss man sich auch immer wieder klar machen. Ich will jetzt nicht schon wieder in diese, wie schlimm war das für die Entertainment-Branche in der Corona-Pandemie, aber trotzdem, man kann es doch mal sagen, schlimm. Es war einfach eine Vollkatastrophe. Einfach eine Vollkatastrophe, genauso wie du es sagst. Und wir haben so wenig Kohle bekommen. Das ist wie mit dem Pflegepersonal. Also das, ich finde, die Branche und Pflegepersonal, die sind so benachteiligt gewesen in der Zeit und sind es bis heute. Meine Mutter zum Beispiel, die ist auch in der Pflege, die hat 7 Cent mehr bekommen in der Stunde. Und man denkt so, 7 Cent, Leute, ist das euer Ernst? Was macht deine Mutter in der Pflege? Also, die macht alles, was nicht Menschen aufrichten oder, ne? Also, die macht da alles eigentlich. Also, Wäsche, Essen, Meine Mutter hat schon immer gestruggelt, weil die eigentlich Gastronomie gemacht hat. Und dann war sie Einzelhandelskauffrau, dann war sie auch wieder nicht zufrieden. Also, auch nicht zufrieden. Es ist halt so. Und war alleinerziehend, ne? Weil der Vater war ja weg. Das heißt, das thematisierst du ja auch im aktuellen Album. Ja, das war ganz lange sehr, sehr schwer für uns, weil mein Vater nichts gezahlt hat, wir nichts vom Amt bekommen haben und auf jeden Fall eine schwierige Zeit so. Also ich habe keine Hard Feelings mehr, wenn ich an meinen Vater denke. Ich habe gar keine Feelings, wenn ich an meinen Vater denke. Aber ich denke immer so, wie krass das sein muss, wenn man ein Kind in die Welt setzt und dann sich irgendwann dafür entscheidet, dass es nicht mehr sein Kind ist, sich nicht mehr darum zu kümmern und sich emotional komplett davon zu lösen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich will keine Kinder, ne, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich Kinder bekomme, die gehen zu lassen, alleine zu lassen und keinen Kontakt mit denen zu haben. Das ist mir immer ein Rätsel, wie das funktioniert. Aber für ihn hat es auf jeden Fall ganz gut funktioniert anscheinend. Weiß ich ja nicht. Dein Leben ist ja ein ganz anderes. Also dein Leben ist ja ein freieres. Du hast auch irgendwann mal gesagt, du willst keine monogame Beziehung, sondern du kannst dich auch in mehrere Menschen verlieben. Ist das jetzt immer noch so oder sagst du jetzt, nee, jetzt bleiben wir mal ein Paar? Also ich führe gerade keine polyamore Beziehung, aber ich kann mich in viele Menschen gleichzeitig verlieben oder viele Menschen gleichzeitig lieben. Und ich schließe das für meine Zukunft auf jeden Fall nicht aus. Und würde dein jetziger Freund das auch okay finden? Der hat mich auch so kennengelernt. Ah, ja. Okay. Also ich war mit dem auch schon in einer polyamoren Beziehung, ja. Das wäre mir rein terminlich viel zu umständlich. Der andere hat nicht in Berlin gewohnt.
Ah, das war noch umständlicher, logistisch und terminlich. Ja, nee, das war besser. Weil so konnte das halt auch so war das halt so, Berlin sind wir und woanders, da sind wir. Und wie teilt man das gerecht auf? Man muss das gar nicht gerecht aufteilen. Ist das Konzept Monogamie vielleicht überholt oder gar nicht richtig? Glaube ich nicht. Also ich glaube, für viele ist Monogamie einfach nicht das Richtige. Aber dadurch, dass wir das halt gesellschaftlich immer so vorgelebt bekommen, weil ich meine, ist ja so, wer kennt denn Polyamorie? Also wer wächst damit auf oder wann lernt man das kennen? Ne? Man denkt, klar, durch auch die Familie und so, man denkt halt immer, ja, das muss so sein. So auch gerade als Frau, das einzige Ziel in meinem Leben ist eigentlich einen Partner finden, Kinder kriegen, heiraten, los geht's. Ja, ne? So, damit wachsen wir auf. Und deswegen ist es total, also total spät habe ich das erst so für mich entdeckt und dachte, ach krass, es gibt andere Formen. Das ist ja verrückt. Es gibt noch was anderes. Man muss gar nicht mit einem zusammen sein. Man muss gar keine Kinder bekommen. Ach, ich muss gar nicht heiraten, ne? Krass. Und das hinterfragen ja voll viele gar nicht, ne? Weil sie sich nie damit auseinandersetzen, weil sie denken, ja, das ist halt einfach so. Ne? Vielleicht bist du deswegen ja so glücklich. Ja. Ne? Vielleicht wärst du weniger glücklich, wenn du wüsstest, dass du in diesem klassischen Modell wärst. Ne? Also ich habe alle meine Ex-Freunde betrogen und zwar aufs Übelste. Mm. Und das lag eben daran, weil ich dachte, ich könnte denen nicht erzählen, dass ich Bock hätte auf jemand anderen. Weil ich habe trotzdem geliebt. Ich habe alle meine Ex-Freunde innig geliebt. Trotzdem wollte ich mit anderen Männern was haben und mit anderen Männern ausgehen und flirten und knutschen. Und ich habe immer gedacht, nee, das kann ich nicht erzählen, das geht nicht. Das geht ja nicht. Das ist einfach so, das gesellschaftlich nicht akzeptiert. Und deswegen habe ich es heimlich gemacht. So, und dann habe ich rausbekommen, ach, man muss es nicht heimlich machen. Man kann einfach sagen, guck mal, so möchte ich das, da stehe ich drauf, das finde ich gut. Und dann sucht man sich einen Partner, der das eben auch fühlt. Ja, eigentlich wollten wir ja Karaoke singen. Also du wolltest Karaoke singen, ich wollte nicht Karaoke singen. Wer hätte es so gerne gemacht? Ich habe schon so lange kein Karaoke mehr gesungen, will ja keiner mit mir machen. Also ich hätte es total gerne mit dir gemacht. Ja? Wir hatten eine Drehgenehmigung im Karaoke-Laden, aber da ist ein Corona-Fall, deswegen können wir das leider nicht drehen. Ja, Mann. Ja, hätte ich mal Evanescence, My Immortal, hätte ich gesungen. Das habe ich früher immer gesungen bei der Karaoke. Das wäre schön gewesen. Das ist stimmlich herausfordernd. Eine tolle Stimme. Aber Billard gespielt habe ich auch schon lange nicht mehr. Ja, das hat Gründe. Was? Wieso? Kannst du nicht? Ich kann ja gar nichts, was mit sozusagen körperlicher Kontrolle zu tun Klasse, hat. Dann würde ich sagen, wir spielen mal kurz ein bisschen Billard. Wir waren gerade auf dem Rückweg, aber ich finde es irgendwie geil. Können wir auch was saufen hier? Auf jeden Fall. Ich war ja früher Snooker-Fan. Snooker? Ja, ich habe immer Snooker-WM geguckt. Mal gucken, ob ich es noch kann. Echt? Ja. Es ist aber nicht der mit Hyper. Das ist guter, ne? Ach so. Pia, müsst du nur einmal kurz in der Bar fragen, ob es okay ist, wenn wir filmen und so? Hallöchen! Weist und Krause, wir sind jetzt überhaupt nicht angemeldet, aber wir hatten gerade die spontane Idee, hier Billard zu spielen. Wäre das für Sie in Ordnung? Ja. Und wenn wir das dann auch noch filmen, wäre das auch in Ordnung? Das ist mein Berlin! Na? So! Das läuft hier! Vielen herzlichen Dank, das ist aber sehr nett. Pierre, wie heißt du? Rainer, danke schön. Rainer, wie gehen denn die Billardregeln nochmal? Ich habe früher gerne Billard gespielt. Ich kenne einen Move, den muss ich machen. Sollen wir nicht erstmal aufbauen? Wie aufbauen? Soll nicht Jenga? Ja, so, guck mal, die 8 kommt hier hin. Mehr weiß ich auch nicht. Und dann fängt man an hier 1, oder? Ja. Und dann so. Bestimmt. So. Erstmal guckt man sich die Kö an. Ja. Ne? Also das kannst du auch in Berlin machen, nicht nur in Düsseldorf. Ja, okay. ist der gerade? Ich habe nie gewusst, was ich da tue, aber ich habe immer den Move gemacht, damit alle denken, hey, das habe ich noch nie gesehen. Ja klar, das schüchtert den Gegner ein. Und dann, ganz wichtig, das Ankreiden. Also du hältst es mit einer Hand und dann machst du mit einem Fuß hier so lässig so. Und damals, als ich noch geraucht habe, so, habe ich mit einer Hand... So, das habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch so geraucht und so. Und weil das ist so ein Laden, in dem man eigentlich raucht. Also wenn jemand ein Bier will, da gibt es Lager. Habe ich mir jetzt mehr von erwartet, aber gut. Wir haben uns auch erwartet. Ja. Bam! Wie sind denn die Regeln jetzt weiter? Wenn jemand eine reinspielt, dann hast du die. Ne? Halbe und volle. Wie es halt ist. Oh, ja. Oh, ne.
kann es wirklich gar nicht. Mal, ich. Ach Gott, guck mal, selbst die habe ich nicht reinbekommen. Vielleicht müssen wir hier, die müssen noch ein bisschen länger aufmachen für uns. Das könnte sein. Ich weiß nicht, ob das nach Zeit bezahlt wird oder. Ach so, zahlen wir nach Zeit, Rainer, oder einfach nach. Jetzt nach Zeit. Nach Zeit? Oh Gott, nein, das ist eine öffentlich-rechtliche Sendung. Wir wollen doch hier keine Gebühren verschwenden. So. Hä, hast du ja, nein. Hast du überhaupt gezielt, wollte ich gerade fragen. Ja! Ich hab die halben. Du hast die halben, natürlich. Ja. Alter. Also das ist der andere Move, den ich kann, hier so. Den kann. Kann ich sehr gut. Kann. Und dann muss man hier so über den Dings und wie gesagt, stell dir mich vor, noch mit einer Kippe im Mund. Ja, ja, klar, klar, okay. So. Und ja, dann müsste natürlich eine Kugel reingehen. Das war jetzt reinballern. Nee, ich habe die Muskelkraft nicht mehr dazu. Ja, ja. Früher sind die Kugeln kaputt gegangen, wenn ich da drauf gehauen habe, aber das waren die wilden Zeiten. Das ist der neue Pierre jetzt. Das ist die Kugel ganz. Wenn ich die Kugel vom Gegner anspiele, ist das dann auch ein Foul? Oh Mann, ihr seid aber auch wirklich streng hier. Aber sie darf da nicht Brennnessel bei mir machen oder so. Oh, sag mal. Mal? Das ist aber nicht so cool von dir. Ja, das war der Plan. Was, Rainer, was ist, warum macht man Kreide auf den Köhl? Ja, weißt du auch nicht. Weißt du auch nicht? Ja, sag mal, das ist doch dein Laden das hier. Das ist ein Riesenkomplott der Kreideindustrie. Ja, glaube ich es auch. Hat überhaupt keinen Sinn. Mhm. Was machen wir jetzt? Ist das Poolbillard oder? Pool, ja. Pool. Und das andere ist Hallenbad. Oder hä? Was ist der Unterschied? Aha. Also, die blaue mache ich jetzt rein. Ja, okay, los geht's. Die komm. Erste Kugel. Bam! Bist du ungeduldig eigentlich? Nö. Die geht über Bande. Jawoll! Bam! Über Bande. So nämlich. Hast du gesehen, Rainer? Ich habe die über Bande hab ich die hier reingemacht. Ich habe die Rainer gemacht. Ja. Durch die Acht berühren. Rainer! Hä, wir berühren doch die ganze Zeit die Acht. Oder was meinst du, wie ist die da auf den Platz gekommen? Schwerkraft? Ja. Oh Mann, ey! Wobei, hä? Habt ihr die Idee dahinter begriffen? Nee, überhaupt ich gar nicht. Ich hatte hier über Bande, dass der hier so, und es wäre so gut gekommen, wenn hier nicht, die Luft ist einfach nicht reiner. Was du alles über Bande spielst. Über Bande spielen finde ich gut. Ich spiele die jetzt mal über Rockbande. Mhm. Mir ist nur wichtig, dass ich eine Sportart wähle, wo man meinen Arsch gut sehen kann. Ja, und das ist hier der Fall. Wie geht man jetzt mit der Situation um? Naja, einfach draufknallen, dass sie so zurückkommt. Du musst sie ein bisschen unten anspielen. Wenn man die Chance hat. Und was spielen wir? Um ein Tattoo auf dem Arsch? Na, gar keinen Fall. Meiner ist auch schon voll, da passt nichts mehr hin. Ich habe da zwei Tiere auf meinem. Ich habe ein Tier auf meinem Arsch. Ja. Wir haben so viel gemeinsam. Ein Ozelot und eine Hyäne. Hyäne? Hyäne? Ja, wegen der Hyänemaßnahmen, die man jetzt überall hat. Oh Mann, ey. Ich habe das beides, weil das so aussieht, als wenn das eine ist nämlich ein Vogel und das andere ist ja ein Landtier. Also der Ozelot ist ja wie ein, also ein kleiner Tiger quasi. Und welcher ist der Vogel? Was? Die Hyäne ist doch ein Vogel. Nee. Harpier. Entschuldigung, ich habe eine Harpier, nicht eine Hyäne. Mir kam es schon komisch vor. Eine Harpier. Kennst du eine Harpier? Ich kenne eine Harpier. Harpier zum Beispiel von Das letzte Einhorn. Kennst du das letzte Einhorn? Das ist kein echtes Tier, es gibt keine Einhörner. Ich will jetzt aber auch keine Welt zerstören. Da drin in dem Film ist aber die Harpier und das ist ein Greifvogel. Und da fand ich das spannend, wenn man die beiden ansieht, denkt man, das Ozelot wird die Harpier fressen. Aber es ist genau umgedreht. Das heißt, der Harpier frisst den Ozelot? Ja, die Harpier frisst den Ozelot. Und hat das eine tiefere Bedeutung oder sieht es einfach nur cool aus? Das sieht noch nicht mal so cool aus. Ja, und Piercing, ich hatte ja früher so ein Piercing in der, wie heißt denn das hier? In der Lippenbändchen, im Lippenbändchen oh gehabt. Gott. Und das habe ich mir von einer Freundin auf Klo stechen lassen. Mit einer Kanüle einfach, die wir vorher in der Apotheke besorgt haben. Und dann kam ich nach Hause und habe gesagt, okay, ich habe Piercing. Hat meine Mutter gesagt, mach raus. Und ich gesagt, nö, was willst du machen? Ne? Deswegen hatte ich auch schon mit 12 hatte ich ein Piercing, mit 13 habe ich eine Tätowierung gehabt. Kannst du dir vorstellen, wie cool ich war, oder? Aber das ist ja wirklich, das ist ja tatsächlich ein Zeichen einfach auch von Rebellion. Ja, ich habe sehr viel rebelliert. Aber hier ist die Grenze, Gesicht nicht, oder? Das wird Gesicht würde ich nicht machen, nee. Eine Träne bedeutet, du hast jemanden umgebracht im Knast? Ja, aber ich habe ja niemanden umgebracht im Knast. Sondern wo?
ich gucke auch manche Leute an, die sich den Kopf abrasiert haben und dann hier irgendwie so Tätowierungen haben. Die sich den Kopf abrasiert haben? Die Haare abrasiert. Gott sei Dank, ich dachte, das ist ein neuer Trend. Muss man nicht alles mitmachen. Nee. Oh, ich hätte mir das nicht... Es ist... Ah, das jetzt kommt auch Stimmung. Ja, es kommt Stimmung. Ja. Das ist der Song, den ich gesungen hätte. Tired of being here. Oh Gott, aber das ist fantastisch ja, gerade. Ne? Suppress my own, my childish feelings. Oh, wie schön. Oh, das wäre schön gewesen. Hätte ich den, hätte ich für dich gesungen. Weil... Ja, den Moment, ich will den Moment nicht zerstören. Sing weiter, bitte. Das wäre unangenehm. And they won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just so much that time cannot erase. Wipe away all of your tears. And you'd scream, I fight away all of your fears. And I held. Ich habe Gänsehaut bis zur Brassel. Ja. Die, wie ich es auch noch auswendig kann einfach. Ja, und wie du es eigentlich mindestens genauso gut singst, wenn ich sogar... Tried so hard to tell myself that you're gone. Oha. Und dann gewinnt sie auch dieses Spiel, weil ihre geheime Superkraft Musik aktiviert wurde. Das ist unfair, Rainer. Das ist nach internationalen Snooker-Regeln ist das nicht erlaubt. Wir spielen ja keinen Snooker, das ist ja das Gute. Wir spielen Pool und beim Pool ist es erlaubt. Okay, im Pool ist es erlaubt. Ja. Aber du hast nicht so auf die Weiße reingemacht wie ich. Nee, genau. Deswegen habe ich auch gewonnen. Stimmt. Unter anderem, ja. Hat mich gefreut. Ich hab's auch gefreut. Pass gut auf dich auf. Ich hau rein. Bis bald, ja? Ja, bis ganz bald. Und dann sehen wir uns in der Karaoke-Bar und singen I Got You, Babe. Okay. Got you to understand. Ich kann den Text leider nicht. Aber nicht. Bis dahin lerne ich ihn auswendig. Es hat sich gereimt. Gott, sie ist in allem so gut. So unsympathisch. Machst du mir einen Jägermeister, bitte? Doppelt, ja? Ja. Genau. Oh. Ja, das war die Kurzstrecke. Wenn ihr wollt, dann schaut doch auch andere Kurzstrecken. Es gibt noch viele Sehenswerte. Außerdem vielen herzlichen Dank. In der ARD-Mediathek gibt es auch noch Kurzstrecken. Und die Sendung Gute Unterhaltung. Außerdem freue ich mich sehr, wenn ihr einen Kommi da lasst, ein Like und diesen Kanal abonniert. Das wäre schön. Auf euch. Das war ein Fehler.